Guten Morgen, LS. Na, alle gut ausgeschlafen? Sehr gut. Dann habe ich eine wunderbare Nachricht für euch, denn heute klettern die Temperaturen wieder weit nach oben. Also Leute, egal wo ihr gerade seid, ob auf der 2 oder der 4, schneidet schon mal die Klimaanlage an und schwitzt euch in der Rush Hour einen ab. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Joe, neu bei Inside FM und ab jetzt jeden Morgen für euch da. Woo, Baby, genießt die Musik. Erinnert ihr euch noch an Joe? Joe, unseren Radiomoderator von Inside FM? Für einen jungen Menschen, der in eine völlig neue Stadt kommt, wird eine Sache ihm umgehend ins Gesicht schlagen. Die Tatsache, dass du ein Nichts und ein Niemand bist. Eine unbedeutende Ameise in einem großen Haufen. Ein Fisch in einem riesen Teich. In der Theorie hört sich das immer abenteuerlich an. In der Realität bedeutet das erstmal einen gnadenlosen Kampf. Einen Kampf am unteren Ende unserer Gesellschaft. Egal wo du herkommst, egal wer du in deiner alten Heimat warst und egal wie wohlhabend deine Eltern sind, jeder muss diesen Kampf kämpfen. Doch das Schwerste an diesem Kampf ist die Frage, wofür man überhaupt kämpft. Wofür bin ich eigentlich hier? Und wozu? Doch diese Frage wird alles entscheiden. Hey Ibrahim, gute Arbeit du machst hier, im Garten. Danke Hassan, ich gebe mir Mühe. Doch, die Männer sagen, ihnen gefällt. Aber Baum sieht aus wie Penis. Ich habe nur nach den Anweisungen von Miss Miller gearbeitet. Ja, sie gute Frau. Im Garten sehr schön. Immer Küche, aber gerne hier. Gute Auto. Sexy. Ich auch, eines Tages. Haus, Garten, Auto. Mein Traum. Das ist Los Santos, Baby. Wir sehen uns, Hassan. Die Millers zahlen gut. Vor allem Miss Miller gibt mir immer ein saftiges Trinkgeld. Sehr gut. Ibrahim, du bist mein bester und verlässlicher Angestellter. Und der Einzige mit einer gültigen Arbeitserlaubnis. Dank dir verdiene ich viel Geld. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und grüße deine Jasmin von mir. Wir sehen uns dann übermorgen. Und du hast morgen übrigens frei. Was bedeutet es, in eine neue Stadt zu ziehen? Als junger, unbehauener Stein. Als junger Mensch, der nichts vom Leben kennt, außer seine Träume und Ideen. Wenn ich heute, auf damals, als ich gerade mal seit einem Jahr in Los Santos lebte, zurückblicke, fällt mir eins besonders auf. Der Unterschied, wie ich die Stadt damals sah und wie ich sie heute sehe. Die Gebäude, die heute für mich Alltag, Geschichte und Realität haben, waren damals neu, ungewöhnlich, groß, wagen das Gefühl von Geheimnis. Sie hatten damals noch keinen Namen, so wie heute. Sie hatten mich noch nicht geprägt. Und ich nicht sie. Dies sollte erst alles noch kommen. Jeder Mensch, der eine Stadt betritt und sich entscheidet zu bleiben, ist ein weiteres Schicksal. So wie das des Mannes, der an jedem Abend vor mir saß. Er war viele Jahre vor mir in diese Stadt gekommen und hatte eine völlig andere Geschichte als ich. Dennoch sollten sich unsere Wege eines Tages kreuzen und für einen von uns tödlich enden. James Cookie. Eine Geschichte begann die Stadt, um mich allerdings schon zu schreiben. Die Geschichte von mir und Jasmin. Ihr kennt sie heute unter ihrem Künstlernamen, Jasmin. Willst du wieder nichts, Jasmin? Ist doch nicht schlimm. Wir können was essen gehen, wenn du magst. Hey, Schatz. Ach, verdammter Mist. Ach komm, mach dir nicht so einen Stress. Also wenn du mich fragst, für mich zählt nur die Tatsache, dass du es versuchst. Ibrahim, ich will es nicht einfach nur versuchen. Ich begreife einfach nicht, warum ich es nicht hinbekomme. Hör mal, Jasmin, du bist halt du. Du bist halt nicht die, die in der Küche steht und dem Mann das Essen kocht. Du bist die, die du bist. Und genau deshalb bin ich mit dir zusammen, verstehst du? Also, gehen wir jetzt was essen? Verdammt. Ja, du hast gewonnen. Gehen wir wieder zum Taco-Stand, so wie jeden Abend. Alles in Ordnung, Jasmin. Ja, geht schon wieder. Gut. Geh vorher duschen. Du stinkst. Wie war die Arbeit?
Ach, ist okay. Also Miss Ketovic hat mich heute gelobt. Sie ist sehr zufrieden mit mir. Auch weil ich wohl ihr einziger Angestellter mit Arbeitserlaubnis bin. Witzig, oder? Ibrahim? Was denn? Ibrahim, ich habe nachgedacht. Und ich bin der Meinung, dass es nicht so weitergehen kann. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich in einem beschissenen Kreis. Verstehst du? Immer im Kreis. Ach komm schon, wenn's zu übel ist, beleg doch einen Kochkurs. Die Frau von dem Besitzer des Anwesens, wo ich zurzeit als Gärtner arbeite, macht das auch. Und das, obwohl Hassan, der Iraker, von dem ich dir erzählt habe, gnadenloses Essen macht. Er ist ein witziger Typ. Heute hat er mir gesagt, dass der Baum, den ich im Hof gesetzt habe, aussieht wie ein, naja, ein Penis. Bäh, ich schäme mich für meine Landsleute. Jasmin, wenn ich in meinen 12 Monaten in dieser Stadt eins gelernt habe, dann, dass, wenn du in Los Santos dir vornimmst, ein neuer Mensch zu werden, das auch garantiert funktioniert. Ibrahim, darum geht's mir nicht. Mir geht's nicht ums Essen kochen oder ähnliches. Nein, ich versuche es sogar gerne. Immer aufs Neue. Ich liebe dich und ich finde, du hast es verdient, wenn du von der Arbeit kommst. Aber der Rest... Ach, darum geht's dir wieder? Ja, genau, darum geht's mir, Ibrahim. Ich sehe keinen Sinn mehr. Semester für Semester. Ich werde abbrechen. Jasmin, du übertreibst. Du weißt, dass deine Familie auf dich zählt. Und abgesehen davon, was willst du denn stattdessen machen? Hm? Du bist extra nach Los Santos gekommen, um dein ersehntes Studium zu machen. Ja, Ibrahim, das bin ich. Aber die Dinge haben sich geändert. Ich habe mich verändert. Das begreife ich ja. Aber dennoch bin ich der Meinung, du solltest es dir gut überlegen. Brich dein Studium nicht leichtfertig ab. Ich breche nicht leichtfertig ab. Scheiße! Weißt du, wie lange ich mich damit schon quäle? Jeden verdammten Tag, wo ich Kurs um Kurs belege und den Rest des Tages mit Lernen und Aushilfsjobs verbringen, fühlen sich an wie durchgekauten Kaugummis unter den Sitzen in den Hörsälen. Ich kenne die Kaugummis, also... Ich will mein Leben nicht so verbringen, nicht so verschenken. Also ich, weißt du, ich liebe dich, Jasmin, und ich weiß, wie sehr du dich mit dem Studium quälst, aber... Ich liebe dich auch. Aber deine Mutter und dein Vater haben wahnsinnig viel dafür gearbeitet, um dir dein Studium an der ULSA zu finanzieren. Wir sollten nach Hause gehen, Ibrahim. Hey, hat dieser Hassan wirklich zu dir gesagt, dein Baum sieht aus wie ein, du weißt schon? Ja, das sagt er. Oh Gott, wenn mein Vater sowas hören würde. Deswegen hat er letztens mal für die Republikaner gestimmt. Er sagt immer, solche Typen werfen ein schlechtes Licht auf unsere Landsleute. Er hat doch nur einen Witz gemacht. Du bist doch vollkommen bescheuert. Bei Gott, Jasmin, du bist doch vollkommen bescheuert. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Du hast einfach deinen Aushilfsjob gekündigt. Was darf es denn heute für euch zwei sein? Wie immer, das Übliche und eine große Cola. Gerne, bringe ich euch sofort. Du hast dich also entschieden. Hättest du nicht wenigstens heute Morgen mich vorwarnen können? Ich habe dir gestern Abend meine Meinung zu diesem Thema gesagt, Ibrahim. Wenn du mir nicht zuhören kannst, ist das nicht mein Problem. Ich wäre heute Morgen fast erstickt. Auf dem Weg zur Arbeit. Am liebsten wäre ich im Bett geblieben. Ich habe das einzig Richtige getan. Für dich. Ja, für mich. Stopp. Aber auch für dich, Ibrahim. Für mich? Schwachsinn. Was habe ich denn davon? Hm? Was du davon hast, Ibrahim? Eine Jasmin, die für dich da sein kann. Die auch Zeit für einen Kochkurs hat. Und um nicht jeden Abend mit ihrem Freund Tacos essen zu müssen. Musst du heute arbeiten? Nein, hab heute frei. Wollen wir dann was zusammen machen? Ich hab ja jetzt auch frei. Das ist ein Touchscreen. Du musst ihn schon berühren. Können wir machen. Ich bin einfach nur überfordert. Hätte nicht gedacht, dass sowas bei rauskommt, als du mich vorhin angerufen hast. Jasmin, ich... Sag
Schon gut. Bist du sehr wütend? Gehen wir heute Abend in den neuen Club am Strip? Hab gehört, dort ist niemand aus unserer Verbindung. Wir hätten unsere Ruhe und könnten richtig abgehen. Vor 5 Minuten wolltest du mich am liebsten wieder zurück zu meinen Eltern nach Idaho schicken. Und jetzt willst du tanzen? Nein, gar nicht wahr. Das stimmt nicht. Das Dumme ist, egal wie sehr man sich auch Mühe gibt, immer auf der Spur zu bleiben. Die vielen Möglichkeiten und Wege, die einem eine neue Stadt bietet, werden schnell dafür sorgen, dass man anfängt, neue Gründe zu finden, warum man hierher gekommen ist. Und die alten, vornehmen Ideen aus der überschaubaren Heimat geraten in Vergessenheit. Oh Gott, nein, ich hoffe nicht, dass... Verdammt! Sie haben wieder die Schlösser ausgetauscht. Wir müssen hinten rum. Wenn die ältere Dame von nebenan nicht immer ihren bezahlten Männerbesuch bekommen würde, müssten wir nicht immer über den Balkon in Wohnung klettern. Meinst du nicht, sie stirbt irgendwann? Vielleicht, während sie gerade dabei ist? Die? Niemals. Die überlebt uns beide. Oh Mann! Oh Mann! Der Demente von oben hat uns wieder für Einbrecher gehalten. Das ist doch jedes Mal so. Sein schickes Apparel ist wohl auch nicht mehr das, was es mal war. Hm? Mit Sicherheit nicht. Dafür sorgen schon wir zwei. Und die alte Prostituierte. Und, gefällt es dir hier? Ja, es ist großartig. Niemand von den Idioten aus unserer Verbindung. Weißt du, Ibrahim, seit heute Morgen, seitdem ich gekündigt habe, fühle ich mich so frei. Zum ersten Mal in meiner Zeit in Los Santos fühle ich mich auch wirklich wie in einer fremden Stadt. In einer Stadt voller Möglichkeiten und Risiken. Das freut mich, Jasmin. Ibrahim, ich habe eine Idee. Lass uns auf Toilette gehen und was Verrücktes machen. Spürst du das? Das ist das Leben. Wir riechen nach Gras und Scheiße und Latex. Und warum riecht es hier nach Latex? Ist das nicht das Leben? Jetzt, wo du sagst. Gras, Scheiße und Latex. Du hast recht, Jasmin. Das ist das Leben. Und ich liebe es. Ich liebe dich. Und wir beide. Stockbetrunken auf dieser Toilette. Also, Jasmin, ich muss schon sagen, das war ein wahnsinniger Abend mit dir. Fand ich auch. Und ab jetzt wird es noch viele mehr davon geben. Glaub mir, ab jetzt geht unser Leben in dieser Stadt erst los. Oh Gott, ich muss morgen früh arbeiten. Zum Glück bekomme ich keinen Kater. Einer meiner Superkräfte. Warte ab, bis wir beide so alt sind wie die Nachbarn in unserer Wohnanlage. Du wirst schon noch wissen, was ein Kater ist. Aber ja, du musst morgen arbeiten. Okay, dann ab ins Bett. Warte, das war ein cooler Abend. Das sagtest du bereits mehr als ein Dutzend Mal. Bist du noch sauer, dass ich einfach gekündigt habe? Ich weiß nicht. Dein Ernst? Ich fass es nicht. Hätte ich auf der Toilette doch nur mit dir getanzt. Jetzt bist du wieder nüchtern. Ach komm schon, Jasmin, warte, ich... So meinte ich das nicht. Ich finde es großartig, dass du auf deine Gefühle hörst. Solltest du auch. Denn das ist der Grund, warum ich dich, Chaot, in meiner Wohnung wohnen lassen. Ich liebe dich. Ich werde mir Mühe geben, deine Entscheidung zu verstehen, Jasmin. Und dich bei allem in Zukunft zu stützen, was auf dich, auf uns zukommt. Ich liebe dich auch, Ibrahim. Hörst du? Die Alte hat wieder Besuch. Jeder neue Mensch bedeutet ein neues Schicksal, eine neue Geschichte, die sich in einer Stadt begegnen, beeinflussen und prägen.